Hallöchen und herzlich willkommen, meine kleinen Kartoffelchen, und herzlich willkommen zu einer kleinen Runde angezockt von Shadow Tactics Blades of Shogun. Das ist ein kleines Spiel, was am 6. oder 7. Dezember rauskommen soll. Ich habe die Möglichkeit, es schon mal ein paar Tage vorher anzuspielen, und genau das tue ich jetzt auch mal. Und ohne große Umschweife fangen wir jetzt hier an. Ich beginne ein neues Spiel. Und wir gucken mal rein. Das Spiel ist momentan leider noch komplett auf Englisch. Lässt sich nicht umstellen, da das hier eine Beta-Version ist, beziehungsweise die Presseversion von dem Spiel. Und ich denke mal aber, dass ihr alle damit klarkommt. Ich kann ja immer so ein bisschen versuchen zu resümieren, was da gerade vor sich geht. Jetzt haben wir es also geschafft. Continue. Machen wir mal. A habe ich gedrückt. Geht's jetzt nach Osaka Castle? Oder was geht jetzt hier vor sich? Ich bin gespannt. Nothing personal. Just can't have you warn the others up there. Sind wir etwa dieser ultra-nice und badass-mäßige Krieger, der gerade den anderen Typen abgeschnetzelt hat? Und dazu steht er sogar noch auf eine Challenge. Barricades everywhere. Bet they're preparing for the Shogun's next attack. Und das scheint unser Ziel zu sein. Genau. Mal sehen, ob wir das schaffen. Also im Großen und Ganzen haben wir gerade nur die Lage gesondert. Okay, wir kriegen hier also so ein bisschen was vorgemacht. Was haben wir denn hier eben stehen gehabt? Nichts. Okay. Wir müssen also gucken, inwiefern wir jetzt zu diesem Tor kommen, das da besagt wurde. Und dabei vermutlich immer wieder den Wegen folgen, die uns hier vorgegeben werden. Jump down. Also wenn das jetzt die ganze Zeit so bleibt, dann fühle ich mich echt ein bisschen doof. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe das Gefühl, wir können da oben auch schon wieder andere Leute abschnetzeln. Hier gibt es auf jeden Fall was to use. Stopp! Halt! Irgendwas habe ich aufgesammelt. Mission Lock. Okay, wir sollen nach rechts drücken, um die Mission Lock zu öffnen. Und dort sehen wir die Ziele unserer Mission. Okay, ich glaube aber nicht, dass wir da großartig Tutorial brauchen. Das schaffen wir schon irgendwie so. LB war Zielen, glaube ich. So können wir uns also drehen. Okay. Und so können wir so einen machen. Okay, Alter, das ist ja krasser Stissel. Ich versuche mal hier so ein bisschen mit vorbeizukommen. Können wir so? Ja, genau. So können wir also auf uns drauf bleiben. Ich muss gerade so ein bisschen die Steuerung lernen. Das ist gar nicht mal so einfach. LT ist aimen. Das heißt also da unten. Wir sollten da die ganze Zeit drauf bleiben. Dann bleiben wir concentrated on our character. Kommen wir da irgendwie hoch? Sieht nicht so aus. Doch, kommen wir. Wir kommen hier rum. Perfekt. Sah jetzt gerade so aus, als müssten wir da nach oben. Quicksave! Okay, wir können quicksaven. Nur wie? To quicksave, to load, press. Okay, das heißt, wir gehen einfach hin und drücken jetzt hier kurz den Quicksave. Dann geht's. Ja, genau. Ist ja, das ist ja voll easy gehalten eigentlich, ne? Kann man nicht meckern. Einfacher geht's nicht. Dann climben wir. Oh, was war das denn? Reset Kamera. Ah, guck mal. Zoom, raus und fertig. Perfekt. Also daran muss ich mich echt noch ein bisschen gewöhnen. Hier sollen wir quicksaven und dann sollen wir wahrscheinlich den jungen Mann da unten ausschalten. X, um zu killen, und zack. Den haben wir. Und den carryen wir in das nächste Gebüsch.
will face them with honor. Die Frage ist, wie sollen wir jetzt an denen vorbeikommen? Ah, okay, guck mal. Die laufen also einfach weg. Ich glaube, die haben ein Problem mit uns. Also sozusagen mit der Gruppe, denen wir angehören oder der wir angehören. Dass die Frage ist jetzt, kann ich hier rein? Hier standen doch vorher welche, oder sind, wo sind die denn jetzt hin? Merkwürdig, merkwürdig, aber wir schalten erstmal den einen oder anderen hier aus. Okay, gar kein Problem. Die sind also alle verhungert scheinbar. Ninjato! Okay, unser Kollege hier hat Ninjato-Kill. Und das tötet ziemlich schnell und leise. Das ist ja schon mal gar nicht mal so schlecht. Den nehme ich. Okay, dann killen wir den mal. Zack. Nicht schwierig und weiter geht's. Da kommen wir hoch, hier kommen wir auch nochmal hoch. Sehr gut, dass diese Dörfer hier so schrecklich gebaut sind. So, oh Gott. Being attacked. Was ist jetzt? Ich habe jetzt ja hart verkackt, ne? Also härter verkacken kann man ja wahrscheinlich nicht mehr. Wer bist du? Kann ich dich auch... Ich hab... ist das eine Zivilistin? Hätte ich die vielleicht leben lassen müssen? Oh Gott, ich glaube, ich hätte hier einfach easy reingehen können und die einfach alle umgehen können. Wollte ich nicht. Wäre mir zu einfach gewesen. Nicht lustig. Aber hier können wir schon mal rein. Hier gibt es aber nichts. Nur eine Versteckmöglichkeit. Alles klar. Erstmal ein bisschen den ganzen Spaß hier lernen. Die Zivilisten müssen wir ja theoretisch nicht die ganze Zeit beachten. Aber es wäre cool, ein bisschen Leben mal wieder zu haben. Oh, jetzt habe ich mich automatisch irgendwie geheilt. Enemy View Cone. Also die haben einen Trichter sozusagen und dieser Trichter geht nach vorne. Daran sieht man, wo sie hinsehen. Ist eigentlich eine ganz normale Eigenschaft. So sehen wir das sogar, wo sie hingucken. Kennt man ja vielleicht aus Metal Gear Solid oder so irgendwas. Hoffentlich bleibt er jetzt noch ein bisschen so stehen. Gar kein Problem für uns. Einfach extrem weggeschnetzelt. Aber keine Möglichkeit, den hier irgendwie sicher zu verstauen. Ich habe aber auch die Vorahnung, dass hier nicht so schnell jemand vorbeikommen wird. Ich save hier mal wieder. Ich glaube, davon können wir hier nicht genug Gebrauch machen. Und dann kommen wir hier erstmal durch in den nächsten Bereich. Wir lernen das Spiel gerade noch so ein bisschen. Okay. Das heißt, sobald die grüne Linie, der Sichtbereich der Menschen hier gestrichelt ist, sehen sie uns nicht hinten dran. Jedenfalls nicht direkt. Nur nicht, wenn wir crouchen wahrscheinlich. Aha. Okay, das heißt, wenn ich mich jetzt stelle, sehen sie mich. Jawohl. Alles klar, gut. War nur ein kleiner Test. Irgendwie muss ich ja hier klarkommen. Throwing Stones. Unser Hayato kann also auch Steine schmeißen und Enemies damit, also Feinde damit ablenken. Ich bin gespannt. Dafür müssen wir mal wieder irgendwas drücken. Mich würde mal interessieren, ob man die Lernkurve hier so beibehalten muss oder ob man das immer mal wieder gezeigt kriegt. Ansonsten haben wir echt ein Problem. Okay, war das so? Jawohl, hier, so. Jetzt können wir den Stein auswählen. Und jetzt den Stein wegwerfen. So, und jetzt haben wir ein bisschen Zeit, entweder die Leute hier abzuschnetzeln. Oder halt... Alter, kannst du dich jetzt mal bewegen?
Oh Mann! Das ist ja schlimm hier. Richtig schlimm. Nichts mehr zum Heilen, nichts mehr zu machen, nichts mehr, gar nichts hier. Ist ja schlimm. Oh oh, was war das denn? Ich habe gerade nicht aufgepasst. This one shut too. I'm running out of options here. Damn, the offense has started. I have to get inside somehow. Wie? Die haben jetzt innerhalb von den paar Minütchen das Tor komplett verriegelt, oder? Kommen da gerade Samurai und schnetzeln die weg? Samurai. Always get themselves killed. Hate to admit it, but he's my best chance. Better help him. Okay, das heißt, wir müssen jetzt als eigenständiger Kämpfer irgendwie dem Samurai kämpfen, mit dem wir scheinbar nicht so gut gestellt sind. Nicht so toll. Vorsichtshalber safe ich hier mal wieder. Shurikens haben wir auch. Das ist ja nice. Okay. Nehmen wir mal den Shuriken. Fällt er jetzt auch irgendwann um? Ja, ich wollte gerade schon sagen, ey, das hätte aber ziemlich lang gedauert. Jetzt bin ich hier mal gespannt. Also, wir müssen jetzt hier hochklettern und den Typen dann direkt abschnetzeln. So und nicht anders. Hier runter und das Rad drehen, was auch immer das Rad tut. Jetzt ist das Tor zugegangen, die Luschen. Und dafür drehen die sich auch noch um. Mind if you let me inside first? I like being thanked in person. Very well. I will repay my debt at once by opening the gate for you. Okay, jetzt sollen wir also den Charakter switchen. Wie geht das denn? Hier so und dann zu dem Samurai? Alter, jetzt sind wir ja schon ein bisschen badass, ne? Aber speichern können wir trotzdem wieder. Ach, einfach reingehen. Na gut. Nehme ich so hin. Sake Bottle. Wir können also... Ah, wir können also eine Flasche schmeißen, um Enemies, also um wiederum die Feinde dahin zu bewegen. Und vielleicht funktioniert das ja jetzt sogar auf Anhieb mal. Wir brauchen diese Bottle auf jeden Fall und schmeißen die dahin. Jetzt können wir den natürlich eiskalt killen. Könnte auch sein, dass es anders gemeint ist, aber ich mach's halt einfach immer so. Und dann... Alter, was man hier alles für Möglichkeiten hat. Man kann hier ja richtig viel machen. Okay, aber alles funktioniert so ein bisschen gleich. Ne, jetzt können wir diesen Swordwind mal anfangen. Und eventuell kommen wir damit sogar ein Stückchen... Oh. Alter, voll brutal. Oh Gott. Ich kann nicht angreifen. Ich glaube, wir werden sterben. Nein. Oh, Mission failed. Okay, logischerweise laden wir den letzten Speicherstand wieder. Die Idee mit dem Quicksave ist sehr gut. Wer das Spiel Max Payne eventuell kennt, beziehungsweise auch das Let's Play davon von Gronkh, dem guten alten Mann, der weiß auf jeden Fall, dass es manchmal gar nicht so schlecht ist, so ein Quicksave zu haben. Alles lernen müsste ich jetzt jedoch trotzdem nicht mehr. Ich meine, das haben wir ja mittlerweile schon besprochen, wie das funktioniert. Geh mal gucken, mein Freund. Aber dass die dann auch so doof sind und einfach gar nichts mehr checken, ne? Nein, guck dann jetzt nicht weg da. Okay, jetzt kommt wieder der Swordwind. Okay. Aber, okay. Hier steht's nämlich. Dieser Schwertwind hat zwar eine große Effektivität, hat aber auch eine lange Cooldown-Zeit. Heißt also, wir können sie wahrscheinlich nicht benutzen, wenn es um die da unten geht. Das ist natürlich ein bisschen doof, aber wir haben gerade keine andere Chance.
Okay, vielleicht kommen sie jetzt auch nicht direkt raus. Die Leute hier. Kommen sie doch. Aber ich nutze vorher die Kanone natürlich. Mit weiser Voraussicht, dass jetzt unser anderer Companiero wieder reinkommt. My thanks again for your assistance. I am Oshiro Mugen. And you are Hayato from the Iga region. Iga? I see. There were rumors that our Shogun had hired a shinobi. Tell me, what is your mission? I have to open the Yagoda Mon. The main gate? Preposterous. It is heavily fortified. Not from the inside. One barrel of gunpowder will do the trick. Just have to get it in position. A daunting task. Very well. I shall accompany you. That's kind of you. Okay, hier haben sich natürlich wieder zwei Freunde gefunden. If you want to make sure a spot is unwatched, use the view cone marker. Heißt also, was jetzt genau? But I work alone. I will not hear of it. Moment, wie war das jetzt nochmal? Dieser View Cone Marker. Hier? Nee. Hier. Alright, Hayato of Iga. We shall do this your way. Ich setze es einfach mal dahin, oder? Ich verstehe das gerade nicht. Place. So, jetzt habe ich den gemarkt. Und jetzt kann ich theoretisch. Muss ich jetzt wieder den Fritz hier wechseln? Tatsächlich. Okay, jetzt bin ich hier oben. Problem ist dennoch, was bringt mir das da unten jetzt nochmal? Also damit komme ich ja nicht so ganz klar. Wir sollten uns ducken. Ich glaube nämlich, der Dicke kommt ja nicht so gut nach oben. Was ist dein Plan jetzt hier? Gehst du... Oh Gott, ich wollte gerade schon sagen. Alter, der macht aber einen schnellen Dreh, ja? Das ist ja unglaublich. Aber ich glaube, wir sind an ihm vorbei. Jedenfalls haben wir das größte Problem schon mal hinter uns gelassen. Nämlich den Typen. Nee, lassen wir die böse Lache einfach sein. Okay, hier können wir sowieso recht wenig machen. Da unten geht's auch nicht weiter. Eine Wache steht hier nicht mehr rum. Alter. Ihr seid ja krasse Dudes. Ich save mal an der Stelle hier. 2 Minuten 41 schon wieder nicht gesaved. Es ist krass, wie schnell die Zeit vergeht, ne? Okay, hier ist auf jeden Fall erstmal kein Problem. Hier kommen wir vorbei. Oh Gott. Es ist ihm jetzt erstmal egal, dass wir hier unten waren, ne? Aber hier kommt doch niemand mehr rein, oder? Ich meine, das ist jetzt, das könnte jetzt echt unfair werden, wenn die jetzt, ihr wisst schon, Hiding in the Bushes machen, genau. Der verzieht sich jetzt, das heißt, okay, die gehen jetzt darüber, das ist natürlich supermäßig gut. Oh nein, wir sind tot. Oh, Mission failed. 52 Sekunden ago. Mist. Ist gar nicht mal so einfach. Also man muss schon tatsächlich extrem überlegen. Obwohl es jetzt auch irgendwie nicht wirklich so das Spiel meiner Wahl wäre, um ehrlich zu sein. Das ist mir irgendwie, weiß nicht, es ist schon cool. So von der Machart her, aber es ist jetzt nicht so mein Traum-Game. Okay, dich killen wir. So, wir können doch da hinten hin, ne? Zack, jetzt sind wir schon mal auf dem Dach hier drauf. Warum blinkt der jetzt? Kann ich den jetzt, kann ich da jetzt wechseln und der macht dann irgendwas Tolles? Okay,
Ich verstehe gerade nicht den Sinn. Ach, guck mal, wir kommen hier ja einfach rein. Ja, dann könnten wir den natürlich nach Wahl einfach wegschnetzeln. Oder auch nicht. So. Schlitz! Nein! Nein! Nein, 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 nein! Oh nein! Ich komme nicht weg! Ich spacke fest! Oh, du Spacken! Och nö! Das ist doch Kackies! Den Samurai-Typen kann ich nicht leiden, der kann nicht so viel. Aber was wir auf jeden Fall mal probieren können, einmal probiere ich das jetzt noch, komm. Wir machen jetzt mal den hier. So, und dann warten wir, bis die Fredis da oben kommen, wo auch immer die jetzt herkommen. Gerade scheinen die auch irgendwie nicht zu kommen. Ah doch, guck mal, da oben kommen sie ja. Aber ich glaube, es wäre schlauer, doch die zuerst irgendwie auszuschalten, ne? Dazu müssten wir natürlich erstmal hier hochkommen. Dann könnten wir die killen. Und vorausgesetzt, die machen jetzt keine Dummheiten, könnte ich sogar einen Stein da hinschmeißen und der geht erstmal saudoof hingucken. Willst du nicht mal gucken? Oh, wie, du willst nicht gucken? Oh, oh. Kommen die wieder hier rum? Das finde ich jetzt nicht in Ordnung von euch, Guys. Saving ist die Rettung in diesem Spiel. Was ist denn überhaupt jetzt hier? Ach, Find Explosives. Ja gut, das kriegen wir hin. Das ist gut, dass der hinten dran bei den beiden ziemlich willenlos ist. Alter, sind die dumm? Och, die sind doch bescheuert. Sag mal, wenn ich den hinten dran doch lautlos ausschalte, wieso kriegt er mich dann trotzdem? Das gibt's doch nicht. Naja, irgendwie werden wir das schon noch hinkriegen, meine Freunde. Aber nicht mehr in diesem Part. Ich würde einfach mal sagen, wenn es euch gefallen hat, dann schreibt es in die Kommentare, wenn ihr noch einen zweiten Part sehen wollt. Aber ich glaube, das Spiel hat mich schon jetzt nicht so extrem vom Hocker gefallen, genau. Nicht so extrem vom Hocker gehauen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Deswegen ist dann angezockt ja da. Deswegen glaube ich eher weniger, dass euer Interesse daran so groß ist. Falls das trotzdem der Fall ist, ich würde mich auf jeden Fall immer über Kommentare oder eine Bewertung freuen. In den Kommentaren natürlich auch immer sehr gerne schreiben, was euch gefallen hat und was nicht. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, würde ich sagen. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei einem nächsten Angezockt. Tschüss!